Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Beat Wars. Und ja, am Anfang muss ich mich schon mal entschuldigen, dass ich jetzt, ich weiß gar nicht, ich glaube 3 Tage lang kein vernünftiges Video rausgebracht habe. Es tut mir wirklich unfassbar leid. Und ja, deswegen habe ich mir gedacht, komm, heute musst du aber mal was raushauen nochmal. Und deswegen heute eine schöne Runde Beat Wars, natürlich auf DonkeyGames.net. Wir spielen eine Runde Fast Beat Wars, so heißt ja. Eigentlich richtig und macht mir mega viel Bock hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich kann es wirklich jedem, der diesen Server noch gar nicht kennt, kann ich es nur empfehlen. Es macht ultra Bock und ja. Ich bin hier auch in einem Team mit Orion-Monster, habe ich gerade gesehen. Richtig cool auf jeden Fall. Und es sind tatsächlich in jedem Team 4 Leute und wir spielen auch 4x6. Das heißt, es hätte theoretisch in jedes Team noch einer reingehen können. Also sehr kurios das Ganze. Und ich bin mega gespannt, ob diese Runde ordentlich für uns verlaufen wird. Ich werde hier mal das Gold noch hinschmeißen. Vielleicht können die daraus schon irgendwie was machen. Am besten eine Ender-Chest natürlich. Oreo baut da vorne, glaube ich, schon. Wie ist das Oreo-Monster? Ja. Okay. Das wird auf jeden Fall jetzt eine Kirsche. Ich hoffe, ihr hört jetzt draußen dieses Flugzeug nicht oder was das ist. What the fuck? Ein Jet? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ist jetzt auch wieder weg. Okay, miete ihn um. So, wir machen einen schönen Aufgang. So, und jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt müssen wir gucken, dass wir hier die Mitte irgendwie halten können. Und natürlich auch möglichst viel Zeit einsammeln. Jetzt können wir zurück. Das ist gut. Das ist gut. Nein, und ich werde runtergeschlagen. Oh nein. Scheiße. Oh Mann. Da boxt der Typ mich einfach runter. Ich glaube, das ist auch gar nicht mal so uneffektiv, wenn man einfach so einen runterboxt. Das ist ziemlich gut. Ah, schade natürlich. Aber wir können... Oh, das ist bitter. Das ist ultra bitter. Da müssen wir uns gerade mal Blöcke machen. Das ist ja... Also sowas, das geht ja gar nicht, Leute. Kann man da jetzt irgendwie rüber? Ich weiß nicht wie. Müsste aber theoretisch ja gehen, oder? Nee, geht nicht. Kommst du nicht mehr hin. Ey, wie kann man denn nur so bescheuert sein? Jetzt mal im Ernst. Wie ist das machbar alles? Wir sind Team Blau. Oh, ich dachte schon, unser Bett wird gerade zerstört. Oh Mann, Mann, Mann. Nee, aber da kommst du nicht hin, leider. Ja, auf jeden Fall kacke, dass da jetzt so ein Gold und sowas liegt. Die ist nicht gut. Das gefällt mir. What the fuck? Hat einer Hits bekommen. Wir machen uns auf jeden Fall hier erstmal eine Rüstung und ein Schwert, würde ich sagen. Und dann machen wir uns auch schon auf den Weg in Richtung Mitte. Wir bräuchten aber noch ein bisschen Essen. Essen wäre nicht schlecht. Jetzt wäre natürlich die andere Sache, ob unsere Ender-Chest schon in der Mitte ist. Weiß ich jetzt leider nicht. Aber wir gucken einfach mal. Wir gehen jetzt einfach mal in die Mitte, schauen mal, was da so Phase ist. Da gehen auf jeden Fall gerade 2 Gelbe rechts von uns und ein Roter in die Mitte. Da ist die Frage, ob ich mich mit 2 Leuten anlegen kann. Ja, kann ich. Okay, den einen konnte ich da nicht, aber ich habe 2 Typen getötet. Die beiden, die ich töten wollte, habe ich geschafft. Den Rest leider nicht. Hier liegt ein Schwert, das ist auch schon mal gut. Ich mache einfach ein YOLO ran. Man braucht auch nicht immer gutes Equip. Das braucht man einfach nicht. Also jetzt nur mal so ein Tipp von meiner Seite an euch. Ihr könnt auch einfach mal nur mit einem Schwert in die Mitte laufen. Also damit könnt ihr schon mal richtig viel Schaden anrichten. Ja gut, das war jetzt gerade ein bisschen gefailed, aber naja. das war natürlich jetzt ein scheiß Beispiel, aber ich gönne mir jetzt nochmal ein Schwert. Ey, die Runde, die, also ich bin schon ein paar Mal gestorben. Das ist ja total untypisch für mich, aber muss ja auch mal vorkommen. Oh, jetzt können wir uns natürlich, wenn wir schon so viel Leben haben, dann kann man sich ja auch natürlich eine Rüstung gönnen. Ist gar kein Problem. Und was ich dann auch immer machen würde, ist immer eine, eine Spitzhacke. Weil die kann man immer mal gebrauchen. Und Essen. Essen ist wichtig, Leute. Essen. Und Essen. Vergisst man nämlich irgendwie immer. Ich weiß auch nicht, wieso. Wieso man eigentlich Essen vergisst. Das ist eigentlich... Na gut. Na gut, habe ich gesagt, dass ich Essen vergessen habe. Ja, das habe ich. Aber ich habe es ja jetzt. Aber wieso man das vergisst, das bleibt mir natürlich schleierhaft. So, wir haben auf jeden Fall eine Enderkiste hier. Heißt also, wir können hier auf jeden Fall Druck machen. Wieso geht er jetzt nach Hause? Was will er da machen? Wir haben hier schon eine Ender-Chest stehen, Kollege. Und der läuft eiskalt ins
ins Feuer rein. Geht auch. So, wir sind jetzt hier bei Grün. Jetzt müssen wir mal gucken, wie viele leben denn noch? 3 bei Grün, bei Gelb nur noch 2. Okay, wenn der Typ kommt, dann schlagen wir instant runter, hoffe ich. Ja, der kann nichts tun. Er kann nichts tun. Er fliegt, okay. Wunderbar. So einfach geht es schon mal. Und der Rote ist auch unten. Alles klärchen. Jetzt hat natürlich Rot ein ganz schönes Problem. Die kommen jetzt da gar nicht mehr raus. Grün ist hier. Machen weiter Druck. Wenn die jetzt ganz hinten in ihrer Basis sind, dann werde ich auf jeden Fall vorpreschen. Die haben auch nur noch 1,5 Minuten. Oh, der war guter Hit. Und den nehme ich mit. Okay, ja, könnte ganz in Ordnung gewesen sein. Wir haben auf jeden Fall genug Zeug. Das dürfte auf jeden Fall jetzt kein Problem sein. Es kommt auch keiner, deswegen... Na, so Kills kann man mal machen. Hier ist schon wieder unsichtbar. Das habe ich in letzter Zeit sehr oft gehabt, leider. Aber hier ist sowas, wenn man mal 1 gegen 1 einfach mal macht, ist manchmal okay. Kann man mal machen. Aber ich würde es halt wirklich nur dann machen, wenn man auch sieht... Da hat schon wieder irgendwie einer Schaden bekommen. Ich verstehe das manchmal nicht so ganz. Ah, nun gut. Nun gut, nun gut, nun gut. 2 Eisen haben wir noch. Tu mal einfach eine Kiste packen. Ich mache die Zeitdruck. Alles klärchen, Leute. Ist gar kein Problem. Blöcke. Blöcke kann ich auch reintun. Ich bin ja hier immer so der Typ, der hier immer die humanitären Hilfe leistet. Ja, das hat sich so irgendwie eingebürgert. So, ich mache jetzt hier mal schön, damit sich hier gar keiner beschwert. Zack, 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 zack. Und einmal Boots liegen drin. Sind drin. Okay, ich mache jetzt noch ein bisschen Essen, damit die auch alle Essen haben. Damit die alle nicht verhungern. Es verhungern schon genügend Leute auf der Welt. Hier das Gold können wir auch wieder reinziehen. Ich bin übrigens ein absoluter Teamplayer. Für alle, die jetzt zum ersten Mal hier eingeschaltet haben auf meinen Kanal. Ich bin ein absoluter Teamplayer und ich tue alles, was ich erwirtschafte, in die Kiste. Sei denn, ich habe schlechte Teammates. Und, oh. Ja, sind wir easy dran vorbeigekommen an dem Typen. Zack und zack. Ja, da oben unser Blauer, wunderbar. Gold haben wir auch genügend, also ich würde sagen, es läuft auf jeden Fall. Es läuft hart. Zeit haben wir genügend, also... alles gut, würde ich sagen. Alles gut. So, hier, ey. 9 Gold liegen einfach mal drinne. Wir könnten jetzt natürlich auch mal gucken. Ah, die haben sich da hinten verbunkert. Das ist sowas, Leute, sowas, das hasse ich unnormal. Was brauche ich? Wie heißen die? Blöcke. Blöcke brauche ich. Okay. Wenn wir Glück haben, kriegen wir jetzt Blöcke. Wenn nicht, müssen wir hier verweilen ein bisschen. Aber wir können hier auch die ganze Zeit immer noch das Gold abfarmen. Ich hoffe natürlich, dass jetzt keiner irgendwie die Mitte sprengt. Weil so langsam, glaube ich, könnte es tatsächlich passieren, dass hier einer sprengen kann. Ich hoffe es natürlich nicht. Mir fehlen jetzt wirklich die Blöcke. Das ist sehr schade. Wir können natürlich auch welche abbauen. Das habe ich gar nicht bedacht. Dass ich hier ja so eine Spitzhacke hier habe. So. Vielleicht kriege ich das jetzt irgendwie sneaky über die Bühne. Den hier noch abbaue. Den hier. Und dann müsste ich mich hochstacken können. Ah, jetzt habe ich natürlich maßlos gefailt. So, der ist unten. Achtung. Happen. Nice. Huiuiui. Ja, scheiße, er hat mich... Oh, ich hatte 3 Zeiten noch dabei. Schade, egal. Haben noch zum Glück genug. Aber ich werde mir jetzt auf jeden Fall mal was Ordentliches gönnen. Ah, schade, Mann. Schade. Das war blöd. Wieso bin ich so blöd manchmal? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Wie viel Gold haben wir? 9. Schön, das ist aber mein besseres Schwert hier drin. So. Ein paar Blöcke gönnen wir uns auch. Die ziehen wir noch an.
Und was wir jetzt natürlich noch brauchen, wäre eigentlich ein Bogen. Haben aber keinen Bogen anscheinend. Sehr schade. Okay, da hinten rot. Also den hätten wir wirklich killen müssen, gerade den roten. Die leben auch noch vier rote, obwohl die gar kein Bett mehr haben. Das finde ich auch ein bisschen schade. Haben. Alles klar. Mitte ist uns. Ganz alleine. Jetzt ist hier keine Enderkiste mehr. Das ist sehr schade. Das heißt, wir müssen jetzt immer zurücklaufen. Das ist... Oh, das ist einfach ultra scheiße. Ich nehme aber noch hier... Ich warte noch so lange, bis ich eine Zeit habe. Oder wir sneaken uns da hinten mal an. Wäre auch eine Option auf jeden Fall. Ah. Ich glaube, ich liefere jetzt erstmal die Zeit ab, bevor es hier noch Probleme gibt. Ich hoffe natürlich jetzt, dass ich nicht gehittet werde. Alles klärchen. Ich komme durch, ich komme durch. Bitte, 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 bitte. Ja. Nice one auf jeden Fall. Ich kann auch mal eine Zeit hier sichern. Sehr wichtig. Könnte am Ende ausschlaggebend sein. So. Ich hoffe jetzt mal, dass mein Team... Oh, wieso sind wir nur noch zu dritt? Ja, es hat wohl wieder einer gequittet. Das finde ich immer super schade. Wieso geht man in eine Runde, wenn man dann eh die Runde verlässt? Dann bringt der ganze Vorteil, den wir hier eigentlich so erspielen, überhaupt nichts. Finde ich wirklich schade. Schade, schade. Naja, ich kann da leider nichts dran ändern. Ich appelliere nur an euch. Wenn ihr in eine Runde geht, spielt sie zu Ende, bitte. Bitte. Vor allem, ich habe sogar noch Aufnahmen vorher geschrieben. Dann erst recht bitte ich drum. Jetzt habe ich natürlich keine Spitzhacke. Wieso habe ich keine... Habe ich die weggeschmissen? Habe ich die weggeschmissen gerade, meine Spitzhacke? Lol. Ich hatte einfach gar keine. What the fuck? Normal mache ich mir doch immer eine Spitzhacke, oder? Also normalerweise schon. Vielleicht habe ich es gerade einfach mal vergessen. Kann ja mal vorkommen. So, vier Eisen noch. Da könnte ich mir auch hier mal ein besseres Rüstungsteil von holen. Schmeiße ich dann hier den Rest einfach hin. So, ich würde sagen, dass wir jetzt noch mal ein bisschen in die Mitte preschen. Auch nur noch 3,8 Minuten auf der Uhr, das ist auch nicht mehr so viel. Also es gibt natürlich Besseres. Und hier müssen wir jetzt natürlich auch noch mal aufpassen. Und ich hoffe, dass es funktioniert. Und ja, es funktioniert. Alles klar. Ja. Ich schreibe hier mal Camper. Ja, ich finde das einfach nur lächerlich manchmal, wenn hier die Leute campen. Muss ich ganz klar auch sagen, leider. So, jetzt habe ich mich hier schon mal durchgeboxt. So einfach geht das. Ja, es ist... Hä? Wo campen wir denn bitte schön? Wo? Hä? Das ist Ziel des Spiels. Sag mal, raffen die das Spiel nicht? Man muss in die Mitte gehen, um Gold und Zeit zu bekommen. Anscheinend raffen die es nicht, ja. Ich hatte jetzt neulich schon mal so ein Team, was einfach nichts gerafft hat. Und das finde ich einfach dann lächerlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Bowspam, wo spammen wir denn mit dem Bogen? Kann ich jetzt überhaupt nicht nachvollziehen, muss ich klar sagen. Ich weiß nicht, was da los ist. Aber naja, was willst du machen? Da ist auf jeden Fall einer gerade gestorben. Finde ich gut. So. Aber irgendwie leckt der ganze Käse hier auch. Boah, ich bin gerade mega konzentriert. Und meine Blöcke gehen leider jetzt aus. Ui, das ist bitter. Aber es passt noch hier, um sich hier nochmal ein bisschen was aufzubauen. Gehen die da drüber? Ja. Gehen tatsächlich drüber. Ah, er kann mich nicht treffen.
Welchen Block mache ich denn jetzt am besten mit den hier? Ah, ist das nervig. Das ist einfach unnormal. So. Wir haben auf jeden Fall nochmal Gold gesnackt, würde ich sagen. Jawohl. Ich hoffe, dass wir es jetzt hier packen. Ein bisschen auf Zeit spielen. 3 Zeit habe ich, 3 Gold. Jetzt könnte natürlich ein Lucky Schuss kommen, der mich irgendwie jetzt holt, aber das wäre alles an... Ja, das ist, glaube ich, nicht sehr schön, aber wir brauchen eine neue Ender-Chest in der Mitte. Ich werde sofort eine machen. Weil das ist natürlich dann nicht so geil. So, hier jetzt erstmal... Oh Mann, war das gerade spannend, mein lieber Mann. Aber ich habe zum Glück noch... ich habe zum Glück hier noch Zeit, die ich draufschmeißen kann. Und dann haben wir hier auch ordentlich was drauf. 6,9. Das ist auf jeden Fall gut. Wir sollten jetzt nur in der Mitte aufpassen, weil ich denke jetzt, dass wirklich die Gegner leider ein TNT haben und die Mitte sprengen können. Das wäre sehr fatal. Ich mache auf jeden Fall jetzt eine neue Endertruhe. Weil wir sonst keine... Weil wir keine Dingens mehr in der... vorne drin haben. Wir haben ja keine Endertruhe mehr vorne am Spawn stehen. Leider. Und ich finde das wirklich schade, dass die jetzt hier alle campen. Das macht das ganze Spiel kaputt, leider. Finde ich sehr schade. Treffer. So, ich habe hier noch Blöcke, gut. So, die ich ja auch nicht rübergeschossen werde. So, den habe ich doch gegeben. Kollege, kommt mal her. Die haben guten Bogen, leider. Ich hab'n. Boots. Ich hab'n getötet. Boots. Nice one auf jeden Fall. Die ist hier gerade wegge... Ah, jetzt. Alles Klärchen. Sehr schön. So, ein roter noch, 2 gelbe. Läuft auf jeden Fall. So, jetzt haben wir auf jeden Fall hier ordentlich. Was ist damit? Ah, der hat es nicht gerafft, weil der nicht in der Mitte war. Scheiß Gelb, ey. Die holen wir uns gleich mit Enderperlen. Das schwöre ich. Die holen wir uns mit Enderperlen. Die Säue, die campen. Also sowas, das ist echt unnormal. Also die campen wirklich jetzt schon von Anfang an. Ja. Die müssen wir auch gleich voll einsetzen, die 57 Gold, die wir hier haben. 59, 60, 61 Gold, Leute. Das ist einfach unnormal. Weil wir das Spiel verstehen, haben wir das ganze Gold. Und die Gegner verstehen es wieder mal nicht. Was ist denn los? Ihr kennt doch wohl Bed Wars. Also manchmal frage ich mich echt, was ist da los? Was ist da los mit den Girls? Ja, manchmal echt kurios. Ich gebe dir Backup. Ich hab'n. Nice. Also das nennt man Teamplay, Leute. Das nennt man Teamplay. Ich glaube, das ist jetzt schon der dritte oder vierte, den ich hier gefinisht habe. Richtig krass. Und jetzt haben wir natürlich alle Chancen. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen. Passt auf TNT auf. Und macht Enderperlen und gute Bögen. Wir brauchen jetzt wirklich gute Bögen, aber das wäre jetzt Verschwendung, wenn wir jetzt einfach einen guten Bogen machen und ich habe hier noch einen in der Hand. Deswegen, wenn hier gleich ein TNT kommt,
müssen wir natürlich sofort hier irgendwie fliehen können. Oh, die kriegen jetzt einfach mal ein paar Murmeln rein. Ganz einfache Geschichte. Bisschen Backup geben. Backup ist wichtig, Leute. Wenn ihr einfach nur schießt, das kann einfach super wichtig sein. Deswegen schießt auch einfach mal so. Einfach mal schießen. So, jetzt geht's rund, Leute. Jetzt, das verspreche ich euch. Jetzt haben... okay, die Konstruktion mag ich jetzt mal zu bezweifeln, dass die so gut ist. Muss man halt mal auch mal ein bisschen nachhelfen, aber naja, passt schon. Ersten haben wir... Das ist Oreo. Die kann richtig gut mit dem Bogen schießen. Also ich habe schon am eigenen Leib mehrfachst erfahren. Und das ist dann als Gegner ist das sehr unschön. Ich hoffe, sie... Ja. GG. Ja, war eine geile Runde. Wir haben gewonnen. Ich hatte ein super Team gehabt. Oreo Monster, Salomon und der andere, der war nicht so cool, weil er vorzeitig irgendwie das Spiel verlassen hat. Aber wir haben auf jeden Fall die Mitte immer kontrolliert. Hatten 60 Gold zeitweise und das war natürlich super geil. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und appelliere natürlich nochmal an alle. Wenn ihr das Spiel nicht kennt, dann schreibt es vorher. Bitte, bitte. Ja. Aber jetzt, ich hoffe, dass ich das ja durch meine Videos ein bisschen verständlicher mache. Also, uns dazu beschuldigen, dass wir campen, finde ich auch ein bisschen, naja, ich weiß nicht. Das ist ja Sinn und Zweck der Sache. Man kann ja mit einem TNT, kann man ja die Mitte sprengen. Also, alles regelkonform, alles cool, aber sich da hinten einzunisten, ist natürlich nicht so cool und wird am Ende auch bestraft. Ja, das soll es aber gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao.